Servus, ich stelle mich mal vor. Ich bin der Christoph. Viele kennen mich ja als Zinger von East German Bikes. Und ich will euch heute mal eins meiner Mopeds vorstellen. Und zwar meine Schwalbe Ingeborg. War geplant anfangs eben, Low-Budget-Schwalbe, möglichst tief. Für ein Treffen am Mopedzerbauer. Straßenzulassung. Soll es ja nie home, also kommt man quasi Bauer, was mir so ein wenig, was einem gefällt, ja. Versuche noch ein Moped, schnell fündig geworden, die Zeiten damals waren noch ein wenig einfacher wie jetzt, sage ich einmal so. In Osten lieber gefahren, an Roma-Kult mit Blechteile, mehr war es nicht. Und dann war halt eben geplant, tief Richtung Red Look vielleicht sogar zu gehen, ohne Lack auf jeden Fall, und ja, begonnen nach Roma zu schneiden, Lenkkopflocker zu kürzen, schwarz gemacht. So, Länge wollte ich keine originalen, geraden Längen auf, gebunger, abgeändert, fertig. Vorne wollte ich Dämpfer losfahren, also sprich Dämpfer raus, cleaner Optikum, Schwinger umgeerbert, umgeschwarzt. Fertig. So. Dann Motor. Motor, wo für mich schon klar, es soll nichts original sein. Es sollte schon ein wenig mehr Leistung wie 50 Kubik sein. Aber da es tief gefahren wird, deswegen war das nicht das Hauptaugenmerk. Aber im Großen und Ganzen bin ich dann auch fündig geworden mit einem 86 Kubik, 5 Kanal, war gebrauchter Motor. Deswegen war ja anfangs immer Low Budget. Und mit verchromter Seitendeckel fand ich einen coolen Akzent zum rostigen, wie er werden sollte. Und ich habe mir dann überlegt, Rost fährt jeder, also machen wir was anderes. Lack wollte ich nicht, also müssen wir schauen, was gibt's noch. Dann sind wir auf die Idee gekommen, quasi das Blechkleid zu flambieren quasi, und ist dann eigentlich auch relativ gut gelungen auf Anhieb, war dann auch voll zufrieden mit dem Ergebnis. Und ja, dann haben wir das komplett alles gehabt, frisch quasi flambiert, haben dann quasi ein wenig Versiegelung auf, dass es halt nicht rost. Ja, dann ging es zu den Rädern und Felgen. Da war der Plan eben irgendwas, was halt wegsticht vor dem kompletten flambierten und schwarzen Neongelb. Ganz klar, sticht und beißt sich da doll. Und dann haben wir damals ganz einfach die Felgen, wie sie waren, komplett neongelb gepulvert, reingesteckt von einem BMX-Reifen auf, hinten original Simson-Räder oder Simson-Reifen aufgemacht. So, naja, dann wurde es im Endeffekt schon mal. Trittbretter waren gebraucht, da ohne Gummi, normaler Kicker, gelbfolierter Scheinwerfer. Also im Großen und Ganzen war das ein wenig so der Anfang von der Schwalbe. Und das hat sich dann natürlich dann schon im nächsten Jahr komplett verändert, weil ich wollte einfach von den komplett gelben Rädern weg. Und wollte dann quasi die Speichen in Edelstahl, also sprich glänzend Chrom. So, dann habe ich mir damals ein paar MZ-Betten besorgt, habe die dann auf die originalen Simson-Trommeln quasi eingespacht, gleichen Reifen, habe aber hinten so einen fetten 325er, wo dann quasi so wegen die Optik wie die Dragster, also hinten mit den fetten Rädern und vorne einen schmalen. Seitenständer gebaut, dann zusätzlich noch Anreißhebel gebaut, aus Ketten zusammengeschwarzt mit Schlauchring am Anfang, neongelb gepulvert. So, und dann schaust du halt, okay, dann haben wir halt einen Auspuff neben noch gemacht, einen normalen Reso mit Hitzeschutzband umwickelt, und ja, das war einfach dann für die Saison das Moped. Wobei ich dann dazu sagen muss, die nächste Saison wieder, wie es dann halt so ist, wieder neue Räder, wieder neue Felgen. Dann sind wir von die MZ weg, dann haben damals dann die 2,5er gekauft, 2,5 Alu. War die dann schon ein Stück breiter wie eine normale MZ, das hat dann schon Unterschied gemacht. Hab dann vorne
nochmal komplett einen Schwingenträger überarbeitet, nochmal Tiefe, hinten komplett nochmal Tiefe, Tank umgeschweißt, sämtliche Sachen, dass halt sich hinten alles freier drehen kann, raus macht und wieder neu gemacht und geschaut und dass alles passt. Ja, und dann im Endeffekt wurde es dann eigentlich in der Saison dann schon wieder alles so clean, richtig schön tief, das Moped, so hat es mir auch gefallen. So, und dann wollte ich aber vor dem Auspuff weg, da du eh nicht schnell fährst, habe ich mir überlegt, okay, was kannst du bauen oder was Reso, ja okay, ist schon geil, aber fahren halt auch schon viele Leute. Naja, bin ich zum Dachdecker, habe gefragt, ob der wegen Schrottschnipsel hat und habe mir dann quasi aus Babadeckel gezeichnet in der Trittbrettform, nehme eine Sidepipe grümmer machen lassen, weil er original rechts rum geht, jetzt geht er links rum, und Sidepipe ran gemacht, Trittbretter machen lassen mit Ingeborg Schriftzug. Den Sitz habe ich vergessen, der auch natürlich self-made, von der Mutti, Wischtüchler auf Deutsch gesagt. Und ja, ich finde, es hat einfach super zum Moped gepasst und passt auch noch super zum Moped. Viele Leute sagen, macht den Sitzbezug runter. Ich feiere den total und deshalb bleibt das Ding auch drauf. So, haben wir die Lampenmaske, habe ich in Polen einen Bezug machen lassen für das Tarnlicht, ist genäht und Leder. Fand ich halt dann auch wieder zu der kompletten Optik eigentlich ganz geil. Und dann habe ich gedacht, pass auf, komm, wenn wir diese Saison schon richtig neigrachen wollen, dann habe ich das komplette Blechkleid, habe ich zerlegt komplett nochmal, habe das dann zu einem guten Kumpel, Maiko Moschner, Spektakolor hingeschickt. Das hat man dann quasi kleine Pinstripes auf dem kompletten Panzer verteilt, nicht zu viel, schön dezent wollte ich es haben, aufmachen in gewissen Farben, die halt auch wieder zum Moped passen. Und habe ich dann noch ein paar Wochen das Ding geholt und war wirklich super zufrieden, super gewonnen. Das Ding zusammengebaut, die Saison damit durchgefahren, alles gehalten, alles super, also konnte man nichts sagen. So, und dann eben, ja, Schwinge vorne nochmal lackieren lassen, dass halt alles gepasst hat. So, und dann ist der Winter gekommen und dann habe ich gesagt, jetzt müssen wir richtig reinhauen. Jetzt müssen wir mal, was bauen. Ja, wo halt ein wenig fetzt, dann bin ich eben auch schon auf dem Treffen geschaut. Ein Kollege von uns, von OBT, hat es auch. Habe ich gesagt, so, ich brauche auch so ein fettes Ding hinten. Dann habe ich ein wenig geschaut und bin dann letztendlich fündig geworden. In Österreich habe ich die besorgt, das ist eine 3,5 Zoll von KDM. Habe mit denen dann ein wenig geschrieben. Die haben dann die Speichen und die Nippel angefertigt und die Bohrungen gemacht für die Felge hinten. Habe das alles wieder pulvern lassen. Das übliche Spiel halt. So, und dann ist das Rad gekommen mit einem minimalen BMX-Reifen hinten wieder drauf, weil möglichst fette Felge und wenig Gummi, wie es halt sein muss. So, und dann sind wir aufs Classic Love gefahren und dann hat es mir in der zweiten Kurve den Rafen hinten zerrissen. Das sind halt solche Fehler, die passieren, wenn du dich da halt in der Materie, das kommt so viel schief geht. Ja, jetzt fahre ich einen verstärkten Schlauch, der hält bis 9 Bohr und jetzt funktioniert es einwandfrei. Also da bin ich super zufrieden. Ja, kleine Felgensticker reingemacht noch. Und dann wollte ich eben vom geraden Lenker wieder weg, wie es halt wieder so ist, wieder alles wieder neu. Geänderten Lenker wieder geholt. Pinstripes sollten auch auf. Maiko Moschner wieder hingeschickt, der super Arbeit wieder gemacht, also auch nach am 2 Jahren genau der gleiche Farbton, wie es halt sein muss, vollkommen zufrieden, super Arbeit, super fix. Ja, und dann, wo ist das eigentlich dann, das war glaube ich vor 2 Jahren, und dann letztes Jahr oder vorletztes Jahr angefangen, habe ich auch Scheibenbremse vorne, wäre cool, aber ich finde, an die Ingeborg passt keine Scheinbremse. Also sucht man sich eine Bremstrommel. Sollte natürlich jetzt nicht unbedingt der MZ sein oder sowas. Halt aber da was, wo man halt noch nicht so oft gesehen hat.
Ja, dann habe ich im Internet gesucht und gesucht und gesucht und irgendwann habe ich dann eine gefunden, die jetzt verbaut ist im Moment. Ist eine Moto Morini 3,5 Sport Duplex Trommel, Riesending. So, noch halten, passt der Schwingenträger nicht mehr. War mir schon klar, die Achse ist brutal breit. Also, Schwingenträger raus, komplett zerflext das Ding. War dann ein Kollege von mir, super Arbeit gemacht, also das Ding komplett neu, ist im Endeffekt eine komplett neue Schwinge, in Originaloptik im größten Teil. Achs verbreitert, Aufnahmen verbreitert, dann Gegenhalter muss man bauen, das die Trommel, also es war schon ein wenig gedüftel, das Ding da rein zu kriegen, dann haben wir den Dacho-Antrieb weggemacht von der Trommel. Lauter so Sachen, das Aluminium, das ist auch ganz so einfach und also es war schon im Großen echt viel Arbeit. Hat halt alles auf einmal immer geklappt, wie es halt immer so ist. So, habe ich mir überlegt, wie mag die Trommel? Gelb, ist vielleicht zu viel gelb, sticht's. Habe ich gedacht, okay, komm, ich mach schwarz. Schwarz passe ich zum Schwingenträger, zum Rahmen und etc. Und habe ich mir gedacht, okay, die A-Seiten ist mit dem polierten Gestänge, ist ja super, aber die A-Seiten ist ein wenig leer. Und da haben wir dann mal wieder mein Topmann, Michael Moschner, ein paar Pinstripes drauf gemacht und einen Schraubenschlüssel mit dem Geburtsdatum von meinem Sohn. Ist eigentlich ganz cool geworden, finde ich super Idee gewesen für ihn. Und somit sind wir dann auf die Treffen gefahren. Bremst wie Sau das Ding, also muss man schon langsam bremsen mit einem gekürzten Lenkkopflocher. Aber ja. Und das war es dann eigentlich schon vom Umbau, Kleinigkeiten klar. Also wie blaue Ketten oder solche Sachen, das ist so viel Arbeit im Endeffekt. Aber es wird auch irgendein Projekt sein, das wo niemals enden wird. Das ist, du findest immer was. Der Anreißhebel soll jetzt nochmal überarbeitet werden. Da ist ja der Schlauchring weggebrochen. Da weiß ich auch nicht, was ich machen will oder was ich damit machen soll. Oder das ist immer nicht ganz so einfach, weil die Ansprüche sind doch, der Weg ja ganz schön hoch. Und so schnell was noch pfuschen, ist ja auch nichts. Es soll dann schon Hand und Fuß haben und es soll alles funktionieren. Ja, naja schon, wie schon gesagt, also ich denke, ist einiges geändert worden und ich bin im Moment auch zufrieden. Die Saison ist ja eh leider nichts oder wenig und heuer ist nichts geändert worden, weil ein anderes Projekt sich in den Weg geschoben hat. Aber ich denke, das sieht man auch schon mal irgendwann. Und ja. Also macht's gut. Ich wünsche euch was. Servus, la.